Mein Name ist Michael Eisele und ich bin der Importeur sozusagen und der Großhändler für die Spydro in Deutschland. Das seit einigen Jahren und wir haben es heute uns mal auf die Fahne geschrieben, euch in Deutsch zu erklären, wie die smarte Unterwasserkamera mit dem tollen Namen Spydro denn so funktioniert. Achtung, es geht los. Ja, die Spydro wird geliefert in einem wunderschönen Beauty Case. Das ist eine Neoprentasche, die ist wasserdicht, klein und handlich, mit, so sieht die Kamera aus, da komme ich gleich zu, mit einer Schwimmpose, die ich über die Kamera stecken kann. Und mit dieser Schwimmpose schwimmt die Spydro im Wasser und ihr könnt in dieser Form sogar live unter Wasser eure Fische filmen. Weil durch den Effekt, dass sie dann schwimmt, die WLAN-Verbindung zu eurem Smartphone aufrechterhalten bleibt. Die Wi-Fi-Verbindung, somit die Verbindung von der Smart-Kamera zu eurem Smartphone, besteht dann, wenn die beiden Geräte ungefähr 80 Meter und enger zusammen sich befinden. Weiterer Inhalt der Lieferung ist dieser Adapter, mit dem wir ein Gewicht über die Kamera schieben können. Also wir schieben den Adapter über die Kamera und haben so ein Schleppgewicht an der Spydro und mit diesem Gewicht kann die Kamera hinter eurem Boot hinterherfahren. Also für das horizontale Filmen unter Wasser ist ein Gewichtshalter inklusive. Last but not least inklusive das Ladekabel oder aber auch das Datenkabel, mit dem wir auch die Inhalte der Kamera ganz normal auf unserem Computer spielen können. Da sind vier Dioden dran. Und das ist mit einem Magnetismus ausgelegt, dass dieser Stecker, wenn man dazu Stecker sagen kann, einfach an der Kamera haftet, wenn man es denn richtig trifft. Nicht im Lieferumfang enthalten ist dieser Action-Cam-Halter für die Kamera. Diesen könnt ihr zusätzlich erwerben und ich kann die Spydro auch als Action-Cam, weil sie nimmt auch den Ton auf, über Wasser im Boot montieren oder als Überwachungskamera an eurer Haustür. Ihr habt immer dann, wenn ihr im Wi-Fi-Bereich der Kamera seid, die Möglichkeit, die Bilder, die die Kamera euch liefert, auf eurem Smartphone zu empfangen. Die Spydro ist eine smarte Kamera. Das heißt, sie ist so intelligent, dass sie über das Wi-Fi, was sie selber aufbaut, mit eurem Smartphone die Daten überträgt. Ihr habt dadurch keine Öffnung, aus der ihr die Karte herausziehen müsst, in euren Computer stecken müsst zu Hause. Sie hat auch keinen An- und Ausschalter, das macht sie alles automatisch. Das heißt, sie ist komplett verschlossen und wasserdicht und kann bis zu 250 Meter im Wasser den Druck aushalten. Das ist sehr tief für eine Kamera und, da komme ich gleich zu, sie schaltet durch einen der fünf Sensoren, die ihr hier oben seht. Einer ist der Lichtsensor, wenn es dunkel wird, schaltet sie Licht an, ganz automatisch. Die ersten 10 Meter in Norwegen sind hell, kein Licht, danach wird es dunkel, schaltet sie Licht dazu. Man kann über die App das Licht auch manuell einschalten, wenn man ganz bewusst von Anfang an mit Licht filmen möchte. Ich komme zur Technik der Kamera. Die Kamera schaltet sich automatisch an, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. Ihr seht schon mit meinem nassen Finger, die Kamera ist an und sie fängt an zu blinken. Sie blinkt jetzt blau. Blau ist der Kameramodus, dass sie ein Wi-Fi aufbaut. Und dass sie bereit ist, mit euch zu arbeiten. Ich gehe in mein Smartphone, rufe mein WLAN auf und sehe im WLAN die aktive Spydro. Ich tippe die Spydro im WLAN-Menü an und warte, bis sie mir eine blaue Erledigt-Haken-Darstellung macht, dass sie Kamera mit dem Smartphone verbunden ist. Die App von Spydro. Die App von Spydro kann ich in jedem App Store, sei es für Android oder für OS X, also für jegliche Smartphone-Software in den App Stores kostenlos herunterladen. Wenn ich die Kamera angeschaltet habe, sie blinkt blau, sehe ich auf der Karte der Spydro, wo ich mich mit meinem GPS-Signal auf dieser Welt befinde.
Ich kann hier mit den Fingern mich rein und raus zoomen. Ich sehe immer, wo ich bin. Und wenn ich mit dem Boot unterwegs bin, zeigt mir dieser blaue Punkt genau, wo ich mit der Kamera bin und wo sie gerade filmt. Komme ich schon zu Details. Das erste Bild, das Baidu zeigt uns, dass die Kamerafunktion noch ausgeschaltet ist, off. N-A sagt uns den Salzgehalt im Wasser. Der wird jetzt natürlich noch nicht mitgeschrieben, weil die Kamera jetzt noch nicht im Wasser ist. Ich sehe eine Temperatur, 9 Grad Celsius. Das wird jetzt langsam mehr, weil die Kamera jetzt ja nicht mehr im kalten Auto liegt, sondern bei uns im Wohnzimmer, 10 Grad. Ja, die Speicherkapazität der eingebauten Chipkarte, übrigens mit 32 GB. Und 78% ist der Akku geladen. Oben sehen wir ein Fadenkreuz. In diesem Fadenkreuz sehen wir die Koordinaten, auf der wir uns befinden, auf der sich die Kamera befindet. Ich sehe meine Geschwindigkeit über Grund in Knoten und ich sehe eine Zeitskala, mit der ich sehe, wenn ein Film aufgenommen wird, wie viele Minuten er schon gefilmt hat. Der Clou dieser Software ist folgender. Ich aktiviere meine Tracking-Funktion. Jetzt sehe ich, dass die Sekunden sich schreiben. Und jetzt, wenn ich mich ein bisschen bewegen würde, schreibt die Software der Spyro unseren Track mit. Das heißt, wenn das Boot jetzt treibt, habe ich wie auf einem Kartenplotter meinen Track, wo ich mit meiner Kamera war. Dieser Track wird immer dann mitgeschrieben, wenn ich die Funktion angeschaltet habe. Und wenn ich jetzt die Kamera auf einschalte, auf Filmfunktionen, an der Stelle erkläre ich diese vier Filmfunktionen, off haben wir gesehen, kontinuierlich, dann filmt die Kamera immer, wenn sie an ist. Ich kann sie einstellen, dass sie bei einem Biss filmt oder ich kann sie einstellen, dass sie in einer Kombination filmt. Die Kombination zwischen kontinuierlich und Byte heißt, sie filmt kontinuierlich, löscht aber das Material permanent wieder und merkt sich nur die Sequenz, wo die Kamera durch ihren Wackelsensor beim Biss aktiviert wird. Dann geht sie 15 Sekunden in die Vergangenheit und nimmt von der Sekunde an das Material mit, bis ihr die Kamera dann wieder am Bord habt. Das heißt, die Kamera guckt für euch in die Vergangenheit, nimmt den auf euch zukommenden Fisch auf und behält diese Sequenzen in ihrem Speicher, sodass ihr nicht bei einem langen Angeltag Gefahr lauft, dass die schätzungsweise 4 Stunden Speicherkapazität irgendwann ohne Fisch sich gefüllt haben. Jetzt zu Testzwecken schalte ich die Kamera auf kontinuierliches Filmen und ich gehe mal an der Stelle auf den Live-Film-Modus und ihr könnt schon sehen, dass die Kamera in diesem Modus bereits hier ihre Arbeit tut. Ich lege jetzt mal die Kamera ab. Jetzt filmt sie hier das Display und ich zeige euch auf unserem Menü, was unser Track gemacht hat. Seht ihr das? Ich bin jetzt hier nicht viel gelaufen im Haus, aber trotzdem die Wackelbewegung in meiner Hand hat die Track-Software euch aufgezeichnet. Und immer dann, wenn ein Fisch beißt, setzt die Kamera euch einen Bitepunkt in die Karte. Das heißt, ihr könnt später sozusagen euer Fangbuch, was die Kamera für euch mitschreibt, euer Leben lang, euer Angelleben lang und weltweit immer in die Tracks reinschalten und gucken, ah ja, dort habe ich den Fisch meines Lebens gefangen und schaue mir den Film an. Jetzt schalte ich die Funktion Tracking aus und zeige euch, wie ich das Menü bediene. Das haben wir hier. Das ist eigentlich sehr, relativ einfach gehalten, damit es nicht zu kompliziert wird. Ich sehe mich, ich bin mit der Kamera registriert, meine E-Mail-Adresse bzw. dann eure. Wer sich zum ersten Mal mit der Kamera verbindet, wird einmal nach einem Passwort gefragt. Dieses Passwort steht in der deutschen Bedienungsanleitung und heißt, pst, bitte nicht weitersagen, Spydro 1234. Das mache ich einmal im Leben meines Smartphones
Und dann ist das Smartphone mit der Kamera immer verbunden, wenn ihr Wi-Fi on sagt. Und das sehen wir hier, Wi-Fi. Dann kann ich die Kamera über die App manuell ausschalten. Sie geht in der Regel nach 3 Minuten ohne Aktivität aus. Ihr könnt sie aber auch über die Kamera in der Funktion ausschalten, indem ihr sie auf die Linse stellt. Wenn die Kamera so 3 Sekunden gestanden hat, schaltet sie sich aus. Komme ich zu den Record Settings. Das sind die Einstellungen der Kamera, in welcher Qualität sie eure Filme auf dem Smartphone und auf der Kamera speichern soll. Videoresolution gibt es 3 Einstellungen, 640 zu 30, 720 zu 60 oder Full HD, Full High Definition, 1080 Pixel pro Sekunde. Ne, die 640er ist die typische Facebook-Einstellung, kleines Bildmaterial, lange Filme. Die 720er ist eine gute Optik für Smartphone und die 1080 ist dann interessant, wenn ihr wirklich Moviefilme macht, die ihr auch auf dem Fernseher oder über einen Beamer dann präsentieren wollt. Ich gehe jetzt mal auf die 720er und darunter wählt ihr aus, wie lang eine Clip-Sequenz sein soll. 30 Sekunden, 1, 2 oder 10 Minuten. Das hat den Vorteil, je kürzer ich die Sequenz auswähle, zum Beispiel mit 30 Sekunden, speichert die Kamera immer 30 Sekunden Blöcke an Filmmaterial weg. Und die Blöcke, die nichts Wichtiges beinhalten, brauche ich dann nur antippen und löschen. Macht immer Sinn, dass ich nicht 10 Minuten Clips durchgucken muss, ob da überhaupt Bewegung drauf war. Ja, dann kann ich der Kamera sagen, automatisch, hatte ich schon eingangs erklärt, soll ich das Licht anmachen. Das kann ich über die App auch manuell einschalten. Wenn ich sage, liebe Kamera, wir sind entweder nachts unterwegs oder ich überwache meine Haustür und mache dann einfach Licht an und verschrecke den Einbrecher. Wenn ich ihn ganz doll verschrecken will, dann schalte ich das Flashlight an. Das heißt hier Squidlight, weil durch dieses Licht die Squids in den Tiefen des Atlantiks oder des Pazifiks auch angelockt werden. Ich habe einen wichtigen Schalter, der nennt sich Auto Wi-Fi Off im Water. Das heißt so viel, dass ich der Kamera sagen kann, das habe ich auch aktiviert, die Kamera soll, wenn sie sich im Wasser befindet, also wenn sie nass wird über die Sensoren, die Wi-Fi-Verbindung abschalten. Das hat den Grund, dass ich dann sehr viel Strom spare und die Kamera viel länger einsetzbar ist, ohne sie wieder zu laden. Das ist beides aktiviert. Auto-Off schalte ich mal aus, damit sie mir jetzt nicht wieder ausgeht. Sonst geht sie halt nach einer gewissen Zeit, wenn sie nicht in Funktion war, automatisch aus. Dann gibt es hier die Einstellung Empty SD Card. Das ist dann sinnvoll, wenn ich sage, ich habe die ganzen Daten auf meinem Smartphone oder auf meinem Computer übertragen, dann kann ich hier mit einem Schalter, es wird noch einmal sicherheitshalber nachgefragt, willst du wirklich löschen, kann ich die ganze Karte leer machen. Kann aber auch die Filme, da komme ich gleich in der Galerie dazu, auch einzeln händisch löschen. Also Delete SD-Karte ist einmal komplett platt machen, dann habe ich wieder alle Kapazitäten der Kamera wie vom Werk geliefert. Hier kann ich die Kamera einstellen, ob ich Imperial oder Metric arbeiten möchte. Das ist hier in Deutschland, in Europa natürlich denn die Angabe Meter. Und dann kennen wir uns besser aus, nicht in Fuß. Hier habe ich 2 Buttons, Tutorial oder Video Tutorial. Da leitet mich die Kamera einfach weiter zu einem Film, allerdings in Englisch, wo wir das Ganze nochmal erklärt bekommen. Okay, da ganz unten. Last but not least, dann sind wir mit dem Menü auch schon durch, sehen wir die Version der Software der Kamera. Und da kann man irgendwann mal reinschauen und eine Update-Version sich ziehen, wenn ich zu Hause mit meinem WLAN verbunden bin. Diese hier ist jetzt abgedatet, 2084 ist die aktuelle Kamera-Version, Software-Version. Das gleiche gilt für die App von Spydo, hier auf einem Apple Handy ist das die aktuelle Version 1.7 in Klammern 77. Bei Android steht dann da die entsprechende Android App Version. Ja, das war schon mit dem Menü, mit den Settings und wir können beginnen. Die Kamera filmt hier immer noch fröhlich vor sich her, wie ihr seht.
Und das, was die Kamera gefilmt hat, sehen wir in der Galerie. Das ist eigentlich alles selbsterklärend. Ich sehe jetzt hier in der Galerie die Filme, die schon auf meinem Smartphone übertragen worden sind. Hier oben habe ich das Menü, Lokal, Handy, Device, Kamera. Favoriten sind die Filme, die ich mir als Favoritenfilme markiert habe. So, hier könnt ihr sehen, diese Kamera ist nicht mehr jungfräulich. Sie hat jetzt ein paar Takes von gerade eben schon aufgenommen. Mit einem einfachen Touch sage ich der App, diesen Film hätte ich gerne auf mein Smartphone übertragen. Habt ihr gesehen, wie schnell das ging? Den will ich auch haben. Und den und den. Und jetzt seht ihr die Kreise, wie sie sich drehen, wird das auf die Kamera übertragen. Entschuldigung, wird das von der Kamera aufs Smartphone übertragen. Ich kann jetzt auch hier Select sagen. Select heißt so viel wie aussuchen. Jetzt markiere ich mir hier zwei andere Filme, wo ich weiß, die sind nicht zu verwerten. Da ist ein Haken drin, drücke ich auf den Mülleimer und dann löscht die App diese Filme von meinem Smartphone, ohne dass sie jemals übertragen worden sind auf das Smartphone oder auf irgendeinen Computer. Ja, bei Select kann ich noch drei Sachen sagen. Ich kann sagen, diesen Film, den möchte ich gerne. Ich muss aber dafür auf Lokal gehen, mache Select, also ich bin jetzt auf meinem Handy, auf den Film, sage Select, diesen Film, den ich gerade geholt habe, den möchte ich in der Favoritenliste sehen. Ich möchte diesen Film in meinem Fotoalbum speichern, auf meinem Handy. Ich möchte diesen Film wegschmeißen oder aber ich möchte diesen Film verschicken an meine Freunde, per AirDrop an ein externes Gerät, per Messenger und so weiter, je nachdem, was für Apps ich habe. Sehr gerne heutzutage ja per WhatsApp oder Messenger kann ich dann meine Filme mit meinen Freunden teilen. Nicht zuletzt kann ich hier die Filme auf Facebook oder Instagram hochladen. Der Wi-Fi-Bereich beträgt ca. 80 Meter von der Kamera zu eurer Spyro, aber nicht unter Wasser. Unter Wasser reißt der Wi-Fi-Empfang ab und ihr könnt auch der App sagen, bitte schalte im Wasser das Wi-Fi-Netzwerk aus, dann spart ihr viel Strom und habt längere Batterielaufzeit unter Wasser, wenn die Kamera filmt. Wieder über Wasser baut sich der Wi-Fi automatisch wieder auf und ihr könnt die Daten auf euer Smartphone rüberladen. Die Aufnahmezeit des Spyro beträgt ungefähr 4 Stunden, je nach Wassertemperatur und je nachdem, wie hoch ihr natürlich denn aufgelöst seid. Und ja, wie gesagt, ob ihr Wi-Fi anhabt oder aus habt, das sind so ein paar Einstellungen, die wir verändern können. Im maximalen Fall könnt ihr 4 Stunden filmen, bevor ihr die Kamera wieder laden müsst. Laden sollte man die Kamera nicht am Rechner, sondern mit dem Kabel, eingangs gezeigt, und einem USB-Adapterstecker, Schuko-Stecker in der Steckdose machen. Weil dann die Spannung die richtige ist, um die Kamera optimal und schnell zu laden. Die Kamera wiegt 84 Gramm. Es ist relativ leicht und ist 14 cm groß. Ihr habt hier eingebaut in der Kamera eine Metallstange, wasserdicht eingeschweißt. An dieser Metallstange befestigt ihr eure Hauptschnur mit einem Wirbel und auf der anderen Seite eure sogenannte Mundschnur, an der euer Köder hängt. Und dann fährt die Kamera immer, hat die Kamera immer den Köder im Fokus. Wir liefern die Kamera mit einer deutschen Bedienungsanleitung, eine Kurzform dessen, was ich hier erzähle, und es gibt noch eine ausführliche Bedienungsanleitung, die ihr über unsere Homepage oder per Anruf gerne bei uns anfordern könnt. Das ist unser Garantiezertifikat. Wer die Kamera durch Eisele Sea Fishing in Europa erwirbt, erwirbt automatisch die zwei Jahre Garantie, die es in Europa zu gewähren gibt. Bestellt ihr euch die Kamera ohne unser Garantiezettel irgendwo außerhalb von Deutschland, habt ihr nicht diese Garantieansprüche. Wir
vermerken das in unserer Verkaufsliste mit der Seriennummer der Kamera und dem Käufer oder eurem Händler und können dann im Fall des Falles nachvollziehen, wann die Kamera über uns wo vertrieben worden ist. Ja, ich glaube, das waren die wesentlichen Inhalte, die zu sagen sind zu der Anwendung der Spyglo. Und ich wünsche allen, die schon eine Kamera haben, ganz tolle Aufnahmen damit, viel Petri Heil. Und die, die mit den Gedanken spielen, sich eine Spyglo zu kaufen, die sind eingeladen, sich bei mir zu melden. Und ich kann euch gerne am Telefon das ein oder andere nochmal erklären, bevor ihr euch in euer Glück stürzt, dass ihr euer digitales Fangbuch für immer auf eurem Smartphone haben wird. Petri Heil, euer Michi Eisele. Okay, hello fishing guys. So this is the first first reunion of the filming of the new Desperation Spyglo fishing camera of the world. So first we take one glass. Yeah. So it's no problem for me. I take one glass. And I take this Spyglo and I say, Skål! Yes, Skål for Denmark. So off your world. So I take one glass and Skål for Denmark. So, Skål for Denmark and I take one glass and I think thank you all over the world. We from the Iceland Fishing Company want to say every fisherman of the world, thank you very much for your great company. So I hope to get you all get some great nice fishes and see you later. Jo Hauke Luft.